Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es ein What I Eat in a Day geben. Stört euch bitte nicht dran, es kann sein, dass ihr irgendwelche Hintergeräusche gerade hört. Das liegt daran, dass bei uns die Welt untergeht und es regnet. Aber zurück zum Thema. Es gibt heute ein What I Eat in a Day. Ich habe mal einen ganzen Tag lang gefilmt, was ich esse. Und seid gespannt, diesmal habe ich eine Menge gegessen. Und jetzt würde ich mal sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir fangen mal ganz entspannt mit meinem Frühstück an. Ich habe hier einmal einen Eiskaffee, den ich ein bisschen besser umrühren muss. Dann habe ich einmal Frischkäse, Gurken, eine Scheibe Käse, drei Scheiben Lachsschinken. Ich wollte eigentlich nur zwei haben, aber bei rausgekommen sind drei. Dann habe ich hier zwei Scheiben Putenbrust, Filet, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und dann habe ich hier eine Scheibe Brot, die ein bisschen, ja, Breakdance macht gefühlt. Die kommt nämlich gerade aus dem Kühlschrank. Meine Mutter lagert nämlich Brot im Kühlschrank, damit sich das länger hält. Und das ist es, Leute. Und jetzt würde ich mal sagen, guten Frühstück an mich. Einen guten Start. Ja, guten Frühstück. Ich dachte mir, ich zeige euch nochmal, wie ich mein Frühstück hier ein bisschen kombiniert habe. Ich habe hier auf der ersten halt Frischkäse. Dann habe ich dieses Putenbrustdings, Käse, Gurken. Und hier halt das Ganze mit Lachsschinken, Käse. Ich habe ein Stück Käse, habe ich einfach halbiert. Ist nämlich besser, passt besser. Und so habe ich auf beiden Seiten halt ein Stück Käse. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich gleich zu so einer Tasche und dann esse ich das halt einfach so, ne? So als kleinen Snack. Ich habe zwar eigentlich erst gefrühstückt, aber irgendwie habe ich immer noch Hunger. Und ich habe mir jetzt aus dem Kühlschrank das hier geholt. Und zwar Italian Herb Rolls oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das beefy. Ich habe das Ganze bei Action gekauft. Und ja, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich hoffe gut. Die normalen Beefy kennen wir ja. Und das war auch recht günstig. Okay, wenn man zwei Stück kauft, beziehungsweise ein Pack, wo zwei Stück drin sind. Ich glaube, ich habe so 1,49 oder 99 bezahlt. Nein, ich glaube eher 1,49. Dann denkt man sich auch schon, wow, ist das teuer, aber irgendwo für Beefy auch günstig. Wenn man an Tankstellen guckt, da kostet manchmal eins, einfach nur eins, 2,39 € oder sowas. Deswegen habe ich es mir einfach mal gegönnt und ich probiere das Ganze jetzt mal. Und ja, ich würde mal sagen, am Abend für mich. Ich habe jetzt Hunger bekommen, ich bin gerade am Video schneiden. Und naja, wenn man die Days hat, hat man einfach Hunger. Dementsprechend, ja, sind ja gerade so spontan gekommen. Ich mache heute aus diesem Tag einfach einen Fresstag. Ich kann nicht anders. Ich habe Hunger und ich glaube, viele andere Frauen geben mir da recht, dass wenn die da sind, dass man einfach den ganzen Tag nichts anderes macht, außer essen, essen, essen. Und ich habe jetzt einfach so Hunger bekommen, dass ich mir jetzt einfach diese Joghurtreiswaffeln geschnappt habe und die essen werden. Wie viel, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich einfach gleich die ganze Packung weg esse, aber die sind super, super lecker. Die haben 100 Gramm, das heißt, wenn ich die ganze Packung weg esse, habe ich 504 Kalorien gegessen, aber mir egal, das gibt es jetzt. Super lecker. Die gibt es auch bei Rossmann, in vielen Rossmann-Märkten, nicht in allen, auch in Erdbeer. Super lecker, gibt es auch in dunkler und heller Schokolade, also Vollmilchschokolade. Ich kann euch die nur empfehlen, die sind super lecker und viel, viel besser als diese normalen Maiswaffeln oder Reiswaffeln. Schmeckt halt besser, süßer und leckerer. Für mich gibt es jetzt zum Mittagessen Suppe und zwar habe ich hier Borsch. Das ist eine russische Suppe. Ich liebe sie einfach. Ich esse sie jetzt gerade den dritten Tag in Folge. Keine Ahnung, Leute, aber ich habe die letzten 2,5 Jahre nie wirklich Suppe selber gemacht, weil Pascal keine Suppe mag. Okay, er mochte nicht. Mittlerweile isst er die schon ein bisschen, so langsam. Naja, auf jeden Fall habe ich nie Suppe gemacht, weil bei mir muss immer in eine Suppe, also in die Suppe muss Zwiebeln rein. Meine Mutter schmeißt einfach eine ganze Zwiebel rein und holt die dann am Ende raus. Aber da ich nicht mal eine Zwiebel schälen kann bzw. anfassen kann, weil ich vom Geruch dann schon gleich Tschüssikowski bin, konnte ich das nie machen, ja. Und deswegen stürze ich mich gerade einfach so krass auf die Suppe meiner Mutter. Ich liebe sie einfach und ich könnte sie einfach jeden Tag essen. Und das ist es. Das ist im Prinzip eine Kohlsuppe mit Kartoffeln und Paprika sind da drin. Und ja, auf jeden Fall ganz viel. Schmeckt super, 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 super lecker. Und jetzt würde ich mal sagen, piep, 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 guten Appetit an mich. Ich gönne mir jetzt hier nochmal ein Eis. Leute, das ist das neue Kinder Bueno Eis. Und das war mega teuer für 4 Stück. Und irgendwie sieht das voll
enttäuschend aus, keine Ahnung. Das wurde irgendwie so gehypt, dass ich mir dachte, ich kaufe das. Ich kann euch mal die Verpackung zeigen. Also, das hier ist die Verpackung Kinder Bueno. Keine Ahnung, wow, new. Das wurde mir so oft auf Instagram vorgeschlagen, dass ich mir dachte, das kaufe ich auch mal. Das gab es in zwei verschiedenen Sorten, White und noch irgendetwas. Aber naja, wir haben jetzt 17 Uhr und Alina isst jetzt ein Eis. Ich darf das. Heute ist die Ausnahme. Ich darf heute essen, was ich will und wie viel ich will. Genau, das gönne ich mir jetzt. Übrigens kalorientechnisch 221 Kalorien das Eis. Moin. Naja, mein Tag ist ja eh schon gelaufen mit hier gesunder Ernährung, deswegen kann ich jetzt auch noch mehr reinstopfen, weil ich habe mega Hunger und mega Bauchschmerzen. Aus dem Grunde gibt es jetzt noch mehr Süßigkeiten bzw. noch mehr Ungesundes. Ich habe mir jetzt hier diese Tüte Nutella-Biscuits geholt. Hier sind noch ungefähr bis hier Kekse drin. Bestimmt so 10, 11 Kekse noch und die werde ich jetzt aufentspannt essen. Ich finde diese Nutella-Biscuits lecker, aber weil die Creme halt super, super weich ist. Es gibt Nachmachen, die sind eigentlich geschmacklich genauso, nur dass diese Schokocreme einfach viel zu hart ist. Und hier bei den Nutella-Biscuits ist die halt einfach richtig cremig und weich. Es gab eine Nachmache, ich weiß gar nicht mehr von wo, ich glaube Aldi. Oder war das Gut und Günstig? Oder sogar Action? Keine Ahnung, da habe ich auch solche Kekse geholt. Ich muss das nochmal nachgucken, beziehungsweise nochmal alles nachkaufen und gucken, welche ich meinte, die exakt genauso schmecken wie diese Nutella-Biscuits. Richtig, richtig, richtig lecker. Aber jetzt würde ich mal sagen, die Tüte gehört mir. Und ich mampf das jetzt auf. Ist echt teuer, Leute. Nutella-Biscuits, ich glaube 2,99 €, wenn die nicht im Angebot sind. Das ist schon echt happig. Ich habe mir jetzt hier was zu essen gemacht. Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger. Ich habe hier einmal Weintrauben. Ich habe hier eine Banane. Ich habe hier Naturjoghurt mit 1,8% Fett. Und dann habe ich hier von Köln, von der Marke Köln, solche Cookie-Flocken, Kekse, Crunchy-Dinger, keine Ahnung, wie man die nennt. Super, super lecker. Mag ich in letzter Zeit wirklich sehr gerne. Bei den Bananen, da liebe ich es, wenn die Bananen schon etwas länger im Kühlschrank oder draußen liegen und die halt schon so braun gefleckt sind, weil die dann einfach mega, mega süß sind. Ich glaube, voll viele können mir jetzt folgen. Ich mag es nicht so gerne, wenn die Bananen grün sind oder noch gelblich. Dann sind die halt einfach so hart und schmecken irgendwie so stumpf. Bei mir müssen die wirklich halt diese Süße haben. Und je reifer eine Banane ist, desto süßer wird die. Viele sind von diesem Braun ein bisschen abgeneigt, aber ich mag es irgendwie umso mehr. Ja, das gibt's jetzt für mich. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Super lecker. Mach das auf jeden Fall mal nach. Geht auf jeden Fall als Snack super fit. Gerade wenn man mega Hunger hat plötzlich. Man hat eigentlich erst gerade gegessen. Und plötzlich kriegt man wieder Hunger. Dann greift nicht übermäßig zur Schokolade. Macht euch einfach so einen Teller. Davon werdet ihr wirklich krass satt. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, Netflix und Essen. So, meine lieben Leute, ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich mega über einen Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch, Studis da draußen, noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.